Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft After Humans. Wir gucken mal gerade auf die Karte oben. Und da soll auf der linken Seite irgendwo was sein. Stimmt das? Nee. Hier, da war noch was. Nee, hab mich geirrt. Also leider nur, also keine Skelette. Aber ich zeige euch mal ganz kurz diesen Skeleton Skull. Den kann man selber machen, indem man hier alles voller Pulverized Coal oder Ink Sacks, aber Pulverized Coal haben wir am meisten da, das kriegen wir auch ganz schnell gemacht. Und dann ein Blank Mob Head sich craftet. Dafür braucht man eine ganze Melone, das geht schnell. Und dann braucht man dieses Papiermaché, also Pappmaché letztendlich. Dafür brauchen wir ganz viel Papier, Kartoffelstampf und ein Wasserbucket, das ist kein Problem. Und Potatostampf kriegen wir mit Pisten und Kartoffeln. Kartoffeln haben wir zuhauf auch da. Das heißt, wir machen uns das Zeug mal selber, weil hier kommt leider nur so ein Pferdchen, was sich selbst umbringt. Tja, tut mir auch leid. Ich glaube, es wollte mich angreifen. Armes Pferdchen. Auf der Karte sehe ich aber auch gar kein einziges Skelett, ne? Naja, dann müssen wir halt irgendwie wieder zurückfinden. Wie gesagt, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich muss mal. Oh, hier darf ich auf jeden Fall nicht lang. Irgendwie erstmal rausfinden. Ne, da geht's auch nicht lang. Hier ist, glaube ich, ganz gut irgendwie rauszukommen. Dann sind wir nämlich nicht mehr über der Lava. Ah ja. Hier ist auch noch so ein. Oben, glaube ich, so ein Spawner gewesen, richtig? Hier war ich vorhin noch gar nicht. Aber hier habe ich auch zu Helle, genau. Hier ist auch noch so ein Spawner. Gleich mal genutzt und mal kurz geguckt. Naja, diesmal war es nicht ganz so viel. Aber ich bin ganz zufrieden. Schnell mal ein Cheesy gefeuert und dann machen wir es auf dem Rückweg und bauen das Ganze. Würde ich sagen. Denn ich finde hier leider gar sowas wie gar keine. Oben geht es auch noch hoch. Geht es hier irgendwo lang? Ah ja. Ich glaube, von hier bin ich mal gekommen, kann das sein? Sieht jedenfalls so aus. Hier irgendwelche Skelette? Nö. Hm. Dann würde ich mal die Glider anmachen, sicherheitshalber. Und gucken, dass ich irgendwie zurückkomme. Gab es hier keinen Weg? Das passt doch viel besser so. So, meinen Bogen kannst du ganz machen. Und wir haben eine Gasträne erhalten. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Oh, Vorsicht. Die ist natürlich ein bisschen kritisch. Jetzt brenne ich sogar noch. Bin ich in die falsche Richtung gegangen. Muss doch ganz woanders hin. Da hinten muss ich hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, ich habe einen ganz anderen Weg im Kopf eigentlich, den ich mal gekommen bin. Da ist Fackeln. Ich dachte, ich habe mich mal durch so eine Wand geballert gehabt. Aber das scheint mir überhaupt nicht mehr so.
Die Höllenpferde hier, die machen ganz schön. Ganz schön Stress hier, ey. Heart of Fire. Was kann man denn damit machen? Boah, was ist denn da los? Ich glaube, es wird lustig. Oga. Ich muss mal ganz kurz einen goldenen Apfel essen. So, die Oga. Nichts können sie, die Oga. Aber ich habe auch nichts gekriegt von denen, ne? Tja, da ich meinen normalen Rückweg nicht mehr kenne, vielleicht auch nie kannte, und es vielleicht noch mit einem anderen Spiel, anderen Modpack verwechsel, was durchaus sein kann. Ich bin hier auch völlig falsch. Zünd die mich doch bitte an hier. Wieder so eine Pferde. Fliege ich einfach mal mit den Gleitern zurück. Also die Gleiter sind natürlich Gold wert, ne? Schon wieder. Folgt die mir immer noch? So. Tot sind sie. Immer noch Absorption. Fire Resistance. Na, das Eindruck habe ich mir die gemacht. Fire Resistance ist natürlich toll. Muss ich bloß noch nach Hause kommen? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Ogre, die kann nicht. So, hier rum, ne? Dann bin ich doch schon da. Ja, das war's schon. Also war leider umsonst hier in den Nether zu gehen. Aber das weiß man ja vorher nicht. Jedenfalls für dieses Mal. Also müssen wir letztendlich die Dinger selber herstellen. Das heißt, wir gucken mal kurz, wie weit bist du? Das sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt, da geht's schon mal los. Soul Sand habe ich. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ganz gut aus und doch gar nicht so schlecht gewesen. Können wir mal auslernen hier. So, zack. Heart of Fire. Was kann ich damit machen? Heart of Darkness, Heart of Undead. Shapecraft, Essence of Fire. Naja, keine Ahnung, ob ich das wirklich mal brauche, aber ich denke mal, die rohe Ratte bringe ich nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch schon da habe. Mal schauen. Nee. Ist das was zu essen? Eigentlich schon, ne? Zack. Und die Gasträne, die ist auch super. Kommt ja auch irgendwie hierher. Können wir hier mal mit zu den Ender Lily Seeds machen. Und die Ghastly Soul auch. Mal gucken, ob wir die brauchen nochmal irgendwann. So. Dann können wir das erstmal wegpacken. Den Golden Apple. Packen wir auch nochmal rein hier. Enchanted Apple, meine ich. Dann Papier. Ganze Menge Papier. Dafür brauchen wir die Sugar Canes. Machen wir uns erstmal Papier und Potatoes brauche ich noch. Wo sind denn meine Kartoffeln? Ach, damit haben wir auch genug. Wasser. Fresh Water. Weiß gar nicht, ob das funktioniert mit Fresh Water. Na los, ist doch schon Nacht jetzt. Okay. Dann kurz mal Papier und Papier. Papier haben wir genug. Naja, genug ist eine andere Sache. Potato Mash muss ich mit einem Pisten hier noch machen. Pisten, der braucht ein
Haben wir noch einen Pisten? Ja, wir haben sogar eine Pisten. Ja, nee. Da ist doch einer. Ja, den Pisten. Und machen uns mal Kartoffelstampf. Zack. 32 Kartoffelstampf. Irgendein Sound. Aber ich frage mich nicht, was das gewesen ist. Ich habe jetzt den Sound Locator drin. Wasser brauchte ich noch, ne? Warte. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir es am optimalsten hin, ohne jetzt hier hin und her laufen zu müssen? Noch ein Auto Crafting Table. Sehe gerade keine. Doch, da. Ich nehme den mal mit. Nehme ich mal hier hin. So, dann packe ich mal hier. Das. Nein. Oh, das ist doof gewesen. Kann ich das wieder rückgängig machen? Das ist ja doof. Paper Stack. Oh, scheiße. Das. Och nö, jetzt habe ich hier außersehen Paper Stacks gemacht, die ich gar nicht brauche. Oh, egal. So, das brauchen wir. Dann Potato Mash. Und wir brauchen Wasser. Ne, da brauchen wir ein bisschen mehr. Wir könnten mal. Dann packe ich die alle rein. Das geht schneller. Okay. So. So soll das funktionieren, genau. Dann habe ich jetzt schon mal eine Menge da. Wie viel können wir noch machen? 10. Papier, siehst du, genau, weil ich den Scheiß gemacht habe. Aua. Nee, nicht verbrennen. Ach, ist das ärgerlich. So, dann mal hier rüber springen. Dann gehe ich jetzt auch außen rum, damit wir nicht jetzt gleich sterben. Zack.
Die kommen wieder da rein. Dann haben wir jetzt eine ganze Menge davon. Das können wir mal ausmachen. Das kommen wir zurück. Auto Crafting Table nehmen wir mal mit. War da noch drin? Egal. Mal schnell ein Cheesy essen. Wir nach? Ne. So, der Auto Crafting Table war hier oben. Das Papier können wir nach oben bringen, gerade mal fix. Dann brauchen wir ganze Melonen. Das ist jetzt auch eine interessante Frage. Paper Stack trotteligerweise. Mal hier hin. Potato Mash kann man mal in die Küche packen. Haben wir noch Platz? So. Alter, Platz hier, als wir brauchen. Naja, höchstens zu diesen Dingern. Was haben wir jetzt an Melonen? Haben wir Melonen schon da? Ich sehe keine Melonen. Sag bloß, ich habe noch keine Melon Seeds hier. Echt nicht? Wow. Oh, wow. Oh, wow. Das ist tatsächlich sehr überraschend. Wir haben keine Melonen bisher. Keine Ahnung, warum ich nicht darauf geachtet habe. Haben wir nie gebraucht. Also müssen wir Melonen finden und die gibt es, glaube ich. Ich hoffe, dass es hier auch noch so ist. Im Dschungel, aber wo ist hier Dschungel, ist die Frage. Oder wir finden Melonensamen in Minen. Ist das ein Dschungel? Nee, ne? Ein Dschungel muss ich aber schon gefunden haben. Weil, wenn ich einen Dschungel gefunden habe, habe ich ja auch schon irgendwo Kakao gefunden. Kakao habe ich schon. Frage ist jetzt, wo das war. Hier unten sind wir unten lang. Mal ein bisschen größer erstmal machen. Bunter. Das hier? Nee. Puh. Ich habe keine Ahnung. Doch hier. Das sieht mir fast so aus wie ein Dschungel. Muss ich da lang? Links oben, okay. Essen habe ich. Kleider habe ich. Hab ich ein Bett dabei? Ich hätte kein Bett dabei. Das geht so natürlich nicht. Ist da irgendwo ein Dorf in der Nähe? Aber mit den Kleidern geht das ja einigermaßen. So. Okay, das heißt, wir müssen uns... hoffen wir mal, dass da hinten ein Dschungel ist. Ich würde mal da jetzt hin düsen gleich, wenn es Nacht geworden ist. 20 Minuten gleich die Folge. Ja, das können wir noch machen. Keine Melon Seeds, ey. Ich bin echt hier Kürbishammer. Keine Melone, ey. Das ist echt für unglaublich, muss ich echt sagen. Also dafür, dass ich hier so lange spiele schon.
Jedenfalls der Server so lange an, ist er schon über weit über ein Jahr. Haben wir schon mal verlängert, der muss ja bald wieder verlängern. Also das ist schon echt krass. Aber egal. Glider an. Und dann geht's los. Grob diese Richtung. Durch die Glider sollte das einigermaßen gut funktionieren. Wir müssen bloß mal oben auf den Berg rauf, dass wir dann schön segeln können. So. Falls jemand Melonen sieht, möge er sofort Bescheid sagen. Ansonsten habe ich noch eine ganz schöne Suchaufgabe vor mir. Hier habe ich keine Melone. King Slime? Wo ist ein King Slime? Ist irgendwo ein Boss? Da ist King Slime. Seit wann gibt es denn hier Bosse? Ich mache mal kurz den Glider aus. King Slime. So, King Slime hat sich in ganz viele kleine aufgelöst, hat mir was Tolles gegeben. Irgendein Boss, ich habe das noch nie gesehen hier. Man lernt nie aus. Mit diesem Modpack. Da hat Neues. King Slime. Geil. Gleich ein Mainfight gehabt hier. Ich habe ein gelbes Herz gekriegt. Epic Shader. Immersive Engineering, bin gespannt. Part of Low Level Heart can be eaten to restore 10 hearts. Crafting Item und Schleim und ich habe eine King Slime Excavator, ein Slimy. Ja, für umsonst sagen wir doch nicht nein, ne? Soll ich meinen Glider noch mal anmachen? King Slime, ich dachte ich spinne. Da willst du nur mal in Ruhe zu irgendwo hinfliegen und dann kommt hier ein König des Schleims an und labert dich voll. Was macht man da? Richtig, aufs Maul hauen. So, wie weit sind wir denn jetzt weg? Können wir jetzt hier Anlauf nehmen? So. Ein bisschen rüber noch. So, dann sollten wir hinkommen. Flieg! Aber mit den Kleidern, das ist schon mega. Eine mega Erleichterung. Vom Reisen her. Natürlich mit dem Post könnte man das auch machen. Da müsste man aber auch trotzdem eine ganze Menge laufen. Und so ist das ja fast wie Fliegen. Und wenn wir dann den Netherstern haben, oder Nethersterne, wir wollen ja mehrfach den Wither besiegen, dann können wir uns auch einen sogenannten Angel Ring bauen, der, mit dem wir dann wirklich fliegen können. Und das hochoffiziell. Ja, also nicht Cheating by Creativity Mode. Creative Mode. Ja, sondern ganz legal. So, ist denn das da jetzt Dschungel? Das ist die gute Frage. Ne, ist kein Dschungel. Ich wollte noch ein bisschen per Erdbeeren. Frage ist, wo hatte ich das gesehen? Ich hab ja schon mal Kakaobohnen gekriegt gehabt. Tja. Hier ist mal wieder so ein Ding, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, da haben wir auch schon alle. So ein Meteorit. Ich brauche eigentlich nur Melonen. Echt nicht wahr. Ich muss jetzt echt Melonen suchen hier. Das ist doch echt nicht zu fassen.
So, tja. Wir sind jetzt hier im Pilzbiom, wenigstens was Neues, Unbekanntes. Wir gehen da gleich mal weiter. Wir müssen uns jetzt irgendwie was einfallen lassen. Alles klar. Ich weiß nicht mehr, wo hier irgend so ein Biom war. So das Dschungelbiom. Naja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.